Wir nennen ihn einfach mal Dirty Harry. Harry. Dirty Harry. Ja. Hier seid ihr unten, wo ein bisschen Schnee liegt. Alles klar. Spaß. Weltklasse. Jo, servus Leute, der Obi ist mal wieder on the road. Heute haben wir bereits schon Tag 4 von unserer Woche mit Harry. Wie am Montag der Harry schon versprochen hat, nehmen wir mich heute mit auf diese Picknick-Tour. Ja, Punkt 1 ist so, ich habe jetzt, da haben wir mal nachgeschaut, wie viel Videomaterial ich von diesem Tag gesammelt habe. Und wollte natürlich einige oder andere Szenen euch nicht vorenthalten. Und habe dann beschlossen, die Tour in zwei Teile aufzuteilen. Ein Video gibt es bis zum Picknick und das andere Video bis nach dem Picknick. Dann ist Punkt 2 noch. Ich habe ca. 4,5 Kilometer vergessen, die Aufnahme zu starten. Deswegen werde ich unterwegs einmal irgendwas labern und die Höhenangaben, Durchschnittsgeschwindigkeit, Laufzeit und zurückgelegte Kilometer nicht ganz so stimmen. Also das, was ich da erzählt, das stimmt halt nicht. Da muss man nur irgendwas dazu rechnen. Ne? Also schaut mal mit durch und wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, die Glocke nicht vergessen und auf alle Fälle ein Like. Guck mal, bereit. Also wir fahren aber schon gefühlt die Bälle auf, ne? Ja. Ich möchte mich schon bemerken. Ne? Ja, so wie das letzte Mal. Ja, ist das super. Jeder in seiner Trittfrequenz. Ja. Ja, du bist ja jetzt gleich und kurz gestartet, kurz. Ja, ich hab jetzt eine Jacke dabei. Also, ich hätte mal gesagt, wir sind kurz nach 10 gestartet. Sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs. Wir haben 1,4 Kilometer geschafft. Und allerdings schon 216 Höhenmeter. Ja, jetzt kurz ein Zwischenfazit. Ich werde euch natürlich mit den langweiligen Uphills nicht belästigen. Ich schau mal, was ich zum Schluss alles so noch zusammenschneiden tu. Also gut. Und weiter geht's. Läuft da der Schweiß in die Arme. Ja. So wie gesagt, Thomas, also hier auf, up and down, ne? Mit ein paar gefickelten Stellen einfach hinter mir bleiben und wenn du merkst, okay, du, ja oder nein, merkst du, kennst du eh selber. Ja. Genug, gell? Dann würde ich sagen, have fun. Bist du ready? Naja. War der falsche Gang vom letzten Uphill. Zwei, drei schöne, fette, tiefe Schlammstellen bergauf. Damit wir nicht so sauber zurückkommen. Ne? Ja. Aber du musst aber jetzt nicht unbedingt den Teich fahren. Du kannst da nicht mitmachen. Ich tue bloß meine Reifen abkühlen. Ja, das ist super. Okay. Okay. In Turbo-Boost-Modus. Ja, yeah, der geht's in Schlamm, hat er gesagt. Bin Vorderrad hängen geblieben. Da sind halt die Wurzeln doch ein wenig größer wie in Mittelfranken. Ich komm! Oh. Da? Ja, die haben jetzt Taxi. Wir sind vom Schlamm rauf, guck mal! Also Challenge fürs nächste Mal. Ohne anhalten. Hier durch. Thank you.
Dann ist natürlich. Dann ist natürlich scheiße. Also. Jetzt mache ich mal nicht den Leo Cast, weil der schiebt sein Fahrrad wieder runter und probiert das so lange, bis das da packt. Das ist rein eine Kombination zwischen Können, Gang und Unterstützungsstufe. Ja, ja geil. Ja, sowas geht. Na, boah, yeah, und zieh. Hab ich's. Jawohl, jawohl. Ja, schön. Das brauche ich ja. Ein wenig zum Durchschnaufen. Inwiefern, dass man hier. Oh, die Wurzel war gefährlich. Eha! Hey! In dem Wasserlauf warst du oben oder unten? Ja, ich sehe deine Leine. Ja, super. Und ja nicht überlegen, was könnte wohl unter dem Laub sein? Nee, ich habe zum Schluss im EMTB geschalten. Dann war es besser. Bin da. Bist du? Ja, ich habe mir das gerade gedacht. Ja, ich werde es bestimmt hören. Schlammige Apfelpassage. So. Und jetzt kommt was, was der Harry eigentlich gar nicht macht. Ich rede wieder über die Tourdaten. So zwischendrin. Bei so einem langweiligen Apfel, da kann man mal ein wenig labern. Ne? Also wir sind jetzt eine Stunde unterwegs, haben 7,009 Kilometer geschafft. Also quasi Durchschnittsgeschwindigkeit 16 km/h. So langsam war ich ja noch nie unterwegs. Und jetzt haben wir exakt 400 Höhenmeter geschafft bei der Tour. Jetzt bin ich meinen ersten Skinny gefahren. Was ist Skinny? Oder wie nennt sich das? dieses Forest-Teil. Wie? Weißt du, dieses schmale Brett, ja, also das war ja jetzt, das war ja schon ein richtiges Brett. Das ist auf alle Fälle gegangen. Hey, hey. Der Ubi heute. Technisch mit Pedalkick. Ja, ein Apfel, der wohl zum Veröffentlichen würdig ist. Nee, also das ist, also nochmal, nächste Mal, weiß ich von allein schon, wo ich fahren muss. Wenn du mal, wenn du kommst, dann machen wir das gleich nochmal. Dann schauen wir mal. Ob ich bis dahin noch ein wenig Technik geübt habe. Das ist ja so geil zu fahren. Ja. Also da hast du echt alles dabei, was du brauchst, das Bike. Und wenn du das durch da fährst, dann bist du natürlich vorne dabei. Gell? Ha? Ja geil, passt. Dann fahren wir gemütlich jetzt mal ein bisschen eine kleine. Ah, Wahnsinn. Normale Variante. Mhm. Kurz und dann geht's wieder zum Trail. Dann kommt die Wiese der Wahrheit.
Oh, ja. Helm ausringer. Blöd, dass der Helm aus Styropor ist. So. Dass man den so auswinden könnte. Also pass auf, ich sehe Wochen das folgendermaßen. Also, schau mal. 1, 2, 3. Weg. Ja, geschmeidig. 2, 3. Oh, also. Nee. Der Wahrheit, das ist ein richtig cooles Ding, so ein richtig schöner, geschmeidiger Trail. Schau mal, zack, zack, durch die Wiesen. Vorne kommt dann eine kleine Stufe beim Baum und dann haben wir noch einen zweiten Teil. Zack, 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 da runter. Ja, vorne hinter mir. Rechts am Wald vorbei. Ist jetzt richtig, am Baum. So 4-5 Meter hinter mir bleiben, das ist easy. Easy going. Ein richtig freudiges Ding. Eine kleine Schweinerei habe ich eingebaut, aber sonst. Musste immer sein. Sonst geht's. Richtig auf die Pedale stehen. Über drüber reinhängen! Sieht nicht scharf, genau, und jetzt quasi von hinten nach vorne nachziehen. Jetzt muss ich mit. So geht's? Ja. Genau. Schau, ich habe. Das war jetzt nicht Ski. Ich wollte eigentlich einmal dessen. Ob ich Schulterpolster habe? Was hast du, kleinen Spreisel? Für mich nicht. An mir ist da nichts dran. Harry, da ist es tot zu. Der hat mir jetzt ganz überraschend in so einen schlammigen Uphill reingeführt. Da habe ich jetzt mal ganz schnell die SJ-Cam einschalten müssen, weil mit der GoPro, mit der Fernbedienung, das dauert immer alles viel zu lang, bis das losgeht. Von mir runter und dann fahren wir rechts, okay. Genau, dann kann ich. Ich möchte nur eine kleine Runde noch warten, weil sonst sind wir noch ein bisschen rum. Ja. Und dann ist das die Schweinshaxe und die Kärtchen. Das wäre blöd, ne? Ja, blöd. Weil wenn es nichts zum Essen gibt, dann müsste man ja trinken, ne? Genau. Yo, servus Leute, der Obi ist mal wieder on the road. Heute mal eine Tour. Ganze private Tour mit dem Harry. Wir sind dort dann aufgefahren, hieß eine schwere MTB-Tour nach Oberparing. Ich habe sonst immer Paring geschrieben, aber das heißt Paring. Ja, wir sind jetzt da schon 550 Kilometer haben wir gemacht. Sind vielleicht gerade mal anderthalb Stunden unterwegs gewesen. 10 Kilometer oder so. Jetzt. Der Robinson Club hat da Essen veranstaltet, organisiert und da fahren wir jetzt dann demnächst gleich wieder runter. Und dann hat der Harry noch ein paar Trails für mich vorbereitet. Da, schau mal. Geil. Da, schau mal. Geil.